Was machst du da jetzt genau? Ich habe jetzt hier den Ansatz. Ja. Das heißt, ich habe hier drin Milch, Ja. drei Eier, Petersilie, bisschen Muskat, Pfeffer, Salz. Und hier das, was ich kurz über den Ofen habe laufen lassen. Ja. Eine Melange aus Apfel und Schalotten. Das kommt zusammen und wird jetzt durchgegrillt, dass nur so rauscht. Das ist interessant. Ich hätte es ja alles so in der Top. Also ich habe das ja mal so gemacht. Ich darf es jetzt mal sagen. Ich habe mir das ja mal einmal Das gezeigt. ist von dir, Aber klar, logisch. ich habe dann alles gleich in den Top da rein, wo das Brot drin ist. Ja? Aber das finde ich jetzt super, das Ganze gepimpt. Ja? Weil da erspart ihr euch noch ein bisschen mehr Vermengungsarbeit. Finde ich super Idee. Und ich muss dazu sagen, der Tisch ist ja mittlerweile zum Servette-Knödel-Master avanciert. Ja? Also mein Padawan ist zum ebenbürtige Servetteknödel Jedi geworden. Dankeschön. Ist doch so, oder? Natürlich. Ja, der Servetteknödel Jedi, oder? Das ist jede Knödel, ist seine Ja. Mutter, sein Sohn. Möge die Kraft mit euch sein. Das ist eigentlich die korrekte Übersetzung und nicht möge die, was sagen die, möge die Macht mit dir sein. Nein, das sagt man so gar nicht. Das Die heißt, Kraft. may the force be with you, nicht may the power be with you. Und die Kraft, die brauchst du auch hier, weil hast du nicht was drin? Richtig, ist also auch alles ein bisschen esoterisch. Bitte hören. Ich sag mal, ich habe doch gesagt, ich gehe nur mal kurz Zigarette holen. Entschuldigung, nee, also da ist es so, in dem Moment, wenn ihr die Melange hier wirklich schön Ja. durchgerührt habt, ja, dann das zu einer wunderbaren Menge zusammendingsen mit dem vorher in würfelgroße Stücke geschnittenen Brot. Ja, und was für ein Brot hast du da genommen? Also ich habe, ach, ich nehme, was da ist. Also wie gesagt, es gibt Standardrezepte. Die erklären, du machst das so und so. Das funktioniert aber mit allem. Das ist das Geile dabei. Ja. Ja. Wichtig ist nur, dass ihr anschließend eine wirklich recht feste Masse habt. Das darf nicht so flüssig sein. Sollte das so flüssig sein, helft dann ein bisschen mit Mehl nach. Genau. Und dann kriegt ihr halt eine schöne Textur rein, damit es anschließend halt wirklich ganz fein zu einem Serviettenknödel Oh, rollen das ist könnt. so. Also, hier, du bist wirklich der Servetteknödel-Jedi. Ja. Jedi oder Yeti? Jedi Ach so, natürlich. danke schön. Das Also, freut mich sehr. Ja. aber wir machen das ja nicht mit Servette, wir machen das eigentlich, wie man es heute macht. Genau. Also, Also, es ist so, gängig macht, oder? also ich würde es natürlich schon mit Serviette machen, aber meine Waschmaschine ist halt kaputt. Ja. Nein. Und zwar, Leute, ihr nehmt einfach hier eine Folie. Eine Frischhaltefolie. Eine Frischhaltefolie. Darauf drapiert ihr dann die Ey, Gemengelage. mach doch mal. Lass mich doch gerade erstmal erklären. Ich war jetzt gerade so im Redefluss. Ich hab, Entschuldigung. ja, darauf drapiert ihr die Gemengelage und da fangen wir jetzt mal mit an. Wenn ihr halt reichlich Material habt, seht immer zu, dass ihr die Serviettenknödel einigermaßen gleichmäßig macht. Denn wenn die ins Wasser kommen, das heißt, die müssen dann simmern, etwa 20 Minuten, dann ist es gut, wenn die etwa gleich dick sind. Ja? Ich drücke mir hier die Hasen hier erstmal so ein bisschen zusammen, roll die dann ein. Und dann gibt es einmal Schleudergang. Bis die dann halt gut beieinander sind. Ja? Das war jetzt scheiße. Wieso ist was aufgegangen? Da ist mir was aufgegangen. Gott. Das ziehe ich jetzt ganz noch schnell bei. Und es kommt ja dann außerdem nochmal, um das Ganze auch in der richtigen Form zu halten, Alufolie drum. Es geht nicht nur um die Form, sondern es geht auch darum, dieses Dings da würde schwächeln in dem Moment, wenn es simmert. Das heißt, Genau. die Alufolie dient nochmal zum Schutz und die dreht er gerade so zusammen. Seht zu, dass er sie wirklich tight macht. Ein bisschen wie Bonbon. Wie ihr Bonbon. Nur, dass er dann halt das Bonbonpapier nachher später, so wie es der Tietz jetzt gemacht hat, so zusammendrückt. Ganz genau. Aber bitte das Alu nicht mitessen. Warum? Ja, das ist.
Das setze ich zwischen Zehen fest, ist scheiße. Ja, und vor allem, wenn man noch Amalgamfüllung hat, also wenn ich jetzt noch eine Amalgamfüllung haben sollte. Das hat heutzutage keine Ahnung. Nee, das ist sehr unlustig. Das, also das ist ja wie ein Löffel in der Mikrowelle, oder? Richtig. Ich werde die Dinge jetzt da in den... Genau. Simmen heißt bei Stufe 12, wie viel? Nein, ich habe das jetzt hier zwischen 8 und 9. Alles klar. Nein, das ist ja schon ein bisschen mehr als Simmen, ne, dann. Also immer mal gucken. Also, ich würde sagen, das ist so ein energetisches Simmen, oder? Also, das ist also sehr, da haben die das Chakra schön von unten nach oben gezogen und so ein energetisches Simmen. Also wie auch immer euer Herd getaktet ist, passt auf, dass es einfach nicht kocht, sondern es soll eigentlich köcheln. Hier, guck mal hier. Da liegt es. Das Alu-Zippelche. Das ist unfassbar. Naja, es ist kein Alu-Zippelche, es ist Alu-Bümpche. Aufgrund der Dicke haben wir uns dann doch entschieden, das weitaus länger als 20 Minuten drin zu lassen. Und zwar, Das waren jetzt 35 Minuten. Wir gucken uns das jetzt gleich mal an, okay, wie sich der ganze Krempel ausgeht. Ich werde mir jetzt erstmal die Finger verbrennen, deshalb seht ihr mich gleich. Oh, hol dir wieder. Ja, kannst du jetzt einen Break machen? Ich werde müde. Du kannst gerade einen Break machen. Soll ich jetzt wie? Hier, der hat gesagt, ich soll die Kamera ausmachen, damit er besser weinen kann. Ja. Und jetzt darfst du babbeln. Alles klar. Also ich habe ein bisschen geweint, weil das ist ein bisschen heiß. Ja. Ihr müsst auf eure Finger aufpassen. Oh Gott. Wir schneiden das Ding jetzt mal auf. Ich bremse es gerade mal hier mit, damit es mir nicht wegläuft. Ach, da heult er wieder. Aber Leute, aber das hier ist die Konsistenz, hier, pass auf, wie man es braucht. Das sieht mal mega mäßig aus. Alle Falle. Dir, dieser Wetteknödel-Jedi, hat zugeschlagen.